bin hier richtig bei Kabel Theater. Ja. Gibt es noch Karten für heute? Ja, zwei. Ah, sehr schön. Eine für mich. Danke. Vobiscum. Geneigte Zuhörer, beinahe bin ich geneigt zu glauben, dass eure Geduld unserem Spiel zu folgen geneigt ist. Und wenn ihr hübsch ruhig seid und keinen Lärm macht, wollen wir euch da tun, was unlängst in unserer schönen Stadt Florenz sich zugetragen hat. Seht nur richtig hin, ihr erkennt es sofort, es ist euer Florenz. Die Geschichte freilich könnte sich ebenso gut in Pisa zugetragen haben. Oder in Rom oder, ja, am Gießhübel. Jedenfalls ist sie toll. Ihr da oben, ihr müsst euch festhalten, damit ihr nicht unter die Bank fallt vor Lachen. Also passt auf. Die Tür hier in der Mitte führt in das Haus eines Gelehrten oder vielmehr eines Mannes, der mehr zusammengebüffelt hat, als sein hirnloses Hirn vertragen kann. Die dunkle Gasse hier im Hintergrund nennt sich die Liebesgasse, könnte auch Sackgasse heißen. Wer einmal sich hineinverrennt, der kommt mit heilen Gliedern nimmer raus. Nach einer kleinen Weile, wenn eure Geneigtheit so lange Geduld hat, werdet ihr eines Abtes ansichtig werden, eines Priors im Mönchsgewand. Der hier in der Kirche gegenüber der Liebesgasse sein Domizil hat. Die Tür dort, die führt in das Haus des Kalimako Guadagni. Soeben ist er aus Paris zurückgekehrt. Ein schöner junger Mann, ein bezaubernder Mann. Fast möchte man sagen, die Krone all unserer jungen Leute in der Toskana. Er ist schrecklich verliebt in eine junge und kluge Dame, die er ebenso schrecklich betrügt. Ich wollte, alle Frauen würden so schrecklich betrogen wie diese junge Dame, Dominus Vobiscum. Nimm sie und setze sie auf einen schlichten Holzsessel. Und du wirst sehen, der Sessel wird zum Thron. Nimm sie wieder und hebe sie gegen den Himmel. Und du wirst sehen, die Sterne verblassen und Sonne und Mond.
denn ihre Augen sind schwarz und leuchten wie die Sterne. Das Stück nennt sich Mandragora. Könnte auch der Liebestrank heißen. Warum? Das ergibt sich von selbst. Der Verfasser ist mitnichten berühmt. Aber wenn ihr hübsch ruhig seid und keinen Lärm macht, ist er bereit, euch am Schluss den Wein zu bezahlen. Vielleicht kann diese Aussicht eure Geduld willfähriger machen. Also, der verliebte junge Mann, der dumme Doktor, dazu ein listig Mönchlein und ein mit allen Hunden gehetzter Lump, der trotzdem oder vielleicht gerade deshalb seiner teuflischen Findigkeit wegen von allen verhätschelt wird. Dieses sind also die Protagonisten unserer Komödie. Wem nun diese etwas leichtfertig erscheinen sollte, weil eines weisen und würdigen Mannes unwürdig, der möge sich in die Lage des Verfassers versetzen, der zu often Malen versucht hat, seinen Geist in ernsthaften Dingen zu erproben. Da jedoch all diesen Bemühungen der Erfolg hartnäckig verschieden war, war er gezwungen, mit heiteren Gedanken die Traurigen zu vertreiben. Und so entstand dieses Spiel. In der heimlichen Hoffnung, dass die fröhliche Mühe besser gelohnt wird als die ernsthafte. Gelohnt, fragt ihr? Wodurch gelohnt? Na dadurch, dass ihr die Augen aufmacht, dass ihr nachdenklich werdet und Kreaturen, wie sie euch der Verfasser abmalt, mit dem Hohn und mit der Verachtung begegnet, die ihnen gebühren. Wenn so viel Verkommenheit und Verderbnis noch heute möglich sind, dann liegt das wohl an diesem Jahrhundert, das nichts gelernt hat, um sich von den vorhergehenden zu seinem Vorteil zu unterscheiden. Ach. Doch nun lasset uns unbekümmert um Lob oder Tadel unser Spiel beginnen, sonst wird es zu spät. Auch dürft ihr die Worte nicht allzu genau nehmen, ebenso wie die Personen, die vom Verfasser vielleicht zum großen Teil und zum Exempel erdacht sind. Doch sie, Lucrezia und ihre Mutter. Animaco tritt auf. Er wird gleich die Fabel entwickeln. Habt gut Acht. Seid unserer Geschichte geneigte Zuhörer. Dominus vobiscum. Ein Monat müßig vergangen. Ja, habe ich bisher geschwiegen, so geschah dies nicht aus Misstrauen. Ich glaube nur, dass man über Dinge, die einen insgeheim quälen, erst sprechen soll, wenn man alleine mit ihnen nicht fertig wird. Das ist jetzt der Fall, darum brauche ich dich. Ja, ja, ich bin euer Diener. Ein Diener muss das Maul halten können, darf nie neugierig sein, aber immer bereit zu helfen, wenn es Not tut. Die da zu treu sein, das war ich, das bin ich. Also, redet. Was bist du? Meine Eltern starben, ich war noch ein Kind. Mein Vormund verschickte mich nach Paris und dort blieb ich dann 20 Jahre. Und als König Karl gegen Italien zog, du weißt, was unsere Toskana unter diesem Kriege zu leiden hatte.
glaubte ich, in Paris sicherer zu leben als in meinem Vaterland. Ich beschloss, in die Heimat nicht mehr zurückzukehren. Mein Gott, wie oft habe ich dir das wohl schon erzählt? Aber es schadet nicht, wenn du es nochmal erzählst. Nein, nein. Meine Güter, mit Ausnahme des Hauses, wurden sequestriert. Das weißt du auch. So lebte ich denn in Frankreich recht glücklich und zufrieden. Bedacht, meine Zeit auf Studien, Geschäfte und Vergnügen gewissenhaft aufzuteilen. Und da ich stets bemüht war, jedermann gewissenhaft und hilfsbereit gegenüberzutreten, so war ich sehr bald bei den Großen, bei den Kleinen, bei Arm und Reichen gleichem Maße beliebt. Gleichem Maße beliebt. Doch da fand Frau Fortuna, eifersüchtig wie immer, dass es mir wohl zu gut erginge und ließ einen gewissen Camillo Calfucci in Paris auftauchen. Dieser war mit anderen Florentinern oft mein Gast. Und so geschah es eines Abends, dass wir bei einer Unterhaltung in Streit gerieten. Wir sprachen davon, in welchem Land die Frauen wohl schöner seien. In Frankreich oder in Italien. Ich selbst konnte leider nicht urteilen, da ich, wie gesagt, noch zu klein war, als man mich nach Paris brachte. Jedenfalls, irgendjemand nahm Partei für die Französinnen, während besagter Camillo Calfucci für die italienischen Damen eintrat. Eine Menge Argumente für die einen, eine Menge für die anderen war vorgebracht worden. Da schrie Camillo zornig: All unsere Frauen mögen hässlich sein wie die Nacht, aber eine ist so schön, dass sie die Hässlichkeit aller anderen viel tausendmal aufwiegt. Und diese eine war verwandt mit ihm. Ja, stehe. Und nannte ihren Namen. Madonna Lucrezia, Gattin des Juristen Niccia Calfucci, hier in Florenz. Lucrezia sprach mit solchem Feuer und solcher Leidenschaft von Lucrezias Zauber und Adel, dass wir alle stumm und dumm dasaßen. Ich aber war fortan besessen, Lucrezia zu sehen. Nichts galt mehr Überlegung, nichts. Krieg oder Frieden in Italien. Ich musste zurück. Hierher nach Florenz und fand: Siro, ich finde eine Frau, vor deren Herrlichkeit die Schilderungen Camillos zu kläglichen Schatten erblassen. Denn nur bei ihr. Schade. Hättet ihr mir das in Paris gesagt, ich hätte schon Rat gewusst. Jetzt weiß ich keinen. Ich brauche deinen Rat nicht. Von Herzen reden muss ich's, damit dein Verstand dem meinen aushilft, wenn er am Ende ist. Jederzeit. Aber eure Aussichten? Keine. Oder verdammt wenige. Madonna Lucrezias Veranlagung scheint das schlimmste Hindernis. Liebesdingen ist sie abgeneigt. Völlig. Außerdem hat sie einen Mann. Sehr reich. Nicht gerade jung, aber immerhin. Verkehr wie andere Frauen kennt sie nicht. Keine Nachbarn oder Verwandten, die sie trifft, abends oder in Gesellschaft oder bei einem Fest. Die Dienerschaft zittert vor ihr, genau wie der Mann. Darum ist wahrscheinlich auch mit einer kleinen Bestechung hier nichts zu machen. Fatal! Wie wolltest du denn anfangen? Mein lieber Siro, kein Ding auf der Welt ist hoffnungslos. Die Hoffnung mag ganz gering sein. Wenn nur der Wille und die Leidenschaft sie wach halten, so erscheint alles in neuem Glanz. Und was lässt euch hoffen? Dreierlei. Erstens die Dummheit des Messernitscher. Den Doktortitel hat er wohl. Trotzdem, oder eben darum, ist er der größte Trottel in ganz Florenz. Zweitens wünschen sich die beiden, Lucrezia und der Trottel, sehnlichst ein Kind. In 7-jähriger Ehe hat sich dieser Wunsch krankhaft gesteigert. Und dazu kommt drittens, dass Lucrezias Mutter in jungen Jahren recht munter und lebensfroh Verständnis für meine Leidenschaft haben müsste. Nur ist auch sie sehr vermögend und darum wahrscheinlich schwer an sie heranzukommen. Tja, habt ihr in diesem Sinne schon etwas unternommen? Gewiss. Wenig.
Was wenig? Du kennst Ligurio, der immer zu mir zum Essen kommt. Früher war er Heiratsvermittler oder sowas. Das hat er jetzt aufgegeben und bettelt sich durch die Tage. Geht von einem zum anderen, lädt sich ein, mal mittags, mal abends, je nachdem. Und weil er ein witziger Kerl ist, versteht er sich auch mit Messer Nitscher vortrefflich. Dieser bittet seinen lieben Ligurio zu Tisch, leiht seinem lieben Ligurio Geld. Der Trottel vertraut ihm blind all seine Sorgen und Nöte an. Und Ligurio, zum Dank dafür, macht sich lustig darüber. Nun habe auch ich mich mit ihm angefreundet und ihm allmählich erzählt, was mich bedrückt. Und jetzt will er mir beistehen, aus Leibeskräften, schwört er. Da nehmt euch in Acht. Ligurio ist ein Bruder, ein liederlicher Lump. Der nimmt es mit Schwüren schwerlich genau. Mag sein. Trotzdem glaube ich, wer gut schmiert, fährt gut. Jedenfalls habe ich ihm einen hübschen Haufen Geld versprochen. Und was hat er versprochen? Er hat versprochen, Messer Nietzsche dazu zu überreden, im Mai mit Madonna Lucrezia ins Bad zu reisen. Ah. Und? Was und? Dieser Badeort könnte sie zu meinem Vorteil wandeln, verstehst du? Dort jagt eine Festlichkeit die andere. Ich würde schon dafür sorgen, dass Madonna Lucrezia nicht zur Besinnung kommt. So gewinne ich ihr Vertrauen, des Mannes Vertrauen und bin eh beide sich's versehen, der Hausfreund und meinem Ziele näher denn je. Es braucht nur Geduld. Gar nicht dumm. Das glaube ich. Ligurio sagte heute Morgen beim Weggehen, er wolle gleich mit Messer Nitscher sprechen und mir dann Nachricht geben. Ich glaube, da kommen beide. Oh, dann muss ich fort. Wenn Ligurio allein ist, will ich ihn fragen, was er ausgerichtet hat. Du, Siro, geh ins Haus an die Arbeit. Ich rufe, wenn ich dich brauche. Leb wohl. Kein Zweifel. Deine Vorschläge sind gut. Noch gestern Abend sprach ich mit Lucrezia darüber. Sie wollte nachdenken und mir heute Bescheid sagen. Aber was mich betrifft, mir passt die ganze Geschichte ganz und gar nicht. Das sage ich dir ganz ehrlich. Und warum? Nein, das Vagabundieren, das passt mir nicht. Den ganzen Haushalt mitschleppen, die Dienstboten, das passt mir nicht. Gestern habe ich noch einige Ärzte konsultiert. Einer dümmer wie der andere. Geh doch nach San Filippo, sagt der eine. Unsinn, nach Goretta, krächzt der andere. Goretta kommt gar nicht in Frage. Nur Villa kann Heilung bringen, hakelt der Dritte. Diese Ärzte sind alle Klugscheißer. Nein, nein, nein. Euer erster Grund ist der wahre Grund. Ihr könnt ohne Florenz nicht leben. Ihr dumm, falsch. Als junger Mann bin ich in der ganzen Welt herumgekommen. In Prato gab es keinen Jahrmarkt, den ich gesehen hätte. Keine Burg, kein Schloss in der Umgebung, wo ich nicht gewesen bin. In Pisa war ich, in Livorno. Ha, lächerlich. In Livorno? Donnerwetter. Und habt ihr wohl gar das Meer gesehen? Was? Das Meer. Ach so, das Meer. Ja, selbstverständlich. Ist das viel größer als der Arno? Als der Arno? Viermal. Was rede ich? Sechsmal, siebenmal so groß. Man sieht nichts als Wasser. Ja, wenn ihr schon so weit herumgekommen seid, was schreckt euch dann eine harmlose kleine Badereise? Du redest, wie du es verstehst. Läppisch. Keine Kleinigkeit, das ganze Haus auf den Kopf stellen. Aber meinetwegen. Ich will ja alles tun. Alles. Nur Kinder muss ich kriegen, um jeden Preis. Du vielleicht noch einmal mit den Ärzten. Vielleicht fällt ihnen etwas Vernünftiges ein. Ich besprich alles noch einmal mit Lucrezia. Dann wollen wir weitersehen. Leb wohl so lange. Das ist wirklich der dümmste Mensch in ganz Florenz. Und darum hat er wohl auch so viel Glück. Geld wie Heu und eine Frau. Die schönste, klügste und beste. Jede Fürstin muss ihn beneiden. Dann sagt man immer von der Ehe. Gott schafft die Menschen und sie paaren sich. Aber es gibt doch recht ungleiche Paare. Wie oft bekommt ein guter Mann ein veritables Scheusal zur Frau? Und umgekehrt, eine gute Frau einen veritablen Narren. Aber die Wahrheit unseres Messer Nietzsche kommt vielleicht Kalimakos Hoffnungen zu starten. So ist der Trottel doch zu etwas zu gebrauchen. Hey, Kalimako, du wartest wohl auf mich, was? Auf wen sonst? Ich sah dich mit dem Doktor kommen und hab mich versteckt. Jetzt ist er fort. Rede! Was hast du ausgerichtet? Ja, ausgerichtet. Dumm ist Nietzsche und stumpf. Du kennst ihn ja. Lebt an Florenz, wie die Fliege am Leim. Trotzdem,
habe ich ihn mit der Badekur tüchtig eingeheizt. Er hat doch versprochen, alles zu tun, und wenn wir ihn loslassen, so kann es gelingen. Ja, ich zweifle nur, ob wir damit auf unsere Kosten kommen. Wieso? Weiß nicht. Solch Badeorte besuchen gar viele Kavaliere. Noch reicher, noch schöner, noch liebenswert als du. Es könnte doch sein, dass Madonna Lucretias Anblick einen dieser jungen Leute genauso verhext wie dich. Dann hätten wir uns umsonst geplagt. Oder es könnte geschehen, dass der Haufen Verehrer sie erst recht widerspenstig macht. Oder sie mit einem anderen ins Bett geht und nicht mit dir. Das könnte doch sein, oder? Das könnte sein. Jawohl. Was wird dann? Was mache ich dann? Irgendetwas muss geschehen. Etwas Ungeheuerliches. Ich kann nicht mehr schlafen. Ich kann nicht mehr essen. Mit keinem Menschen kann ich mehr reden. Wenn man mir nicht einen einzigen Funken Hoffnung gibt, dann gehe ich an dieser Leidenschaft zugrunde. Das weiß ich. Das spüre ich. Darum fürchte ich auch nichts mehr. Nicht Teufel, nicht Tod. Jedes Mittel ist mir recht. Jedes fiesche, grausame Mittel! Jedes! Jedes! Unsinn! Beherrsch dich! Versteh mich, ich muss mich an solchen Gedanken berauschen zuweilen, sonst kann ich nicht leben! Sonst werde ich verrückt! Jetzt lass uns die Fäden weiterspinnen! Also gut. Entweder der Doktor reist im Mai mit Madonna Lucretia ins Bad, oder du denkst dir ein anderes Mittel aus, gleich viel. Einen Funken Hoffnung muss ich haben. Einen Lichtblick in all der Qual. Ja, den brauchst du, den sollst du haben. Ich glaube dir, Ligurio. Ob schon deinesgleichen nur davon lebt, die Menschheit zu nagen. Liebe Gott, dass du einmal eine Ausnahme machst. Denn wenn ich merke, dass du mich betrügst, Ligurio, nimm dich in Acht an, sollst du es büßen? Du tust Unrecht, an meiner Treue zu zweifeln. Ganz abgesehen von dem verheißenen Lohn, den ich mir schon verdienen werde, sei unbesorgt. Abgesehen davon sind wir in dieser Sache doch gleichermaßen verbunden. Dein Interesse ist mein Interesse. Wie ein Bruder fühle ich mit dir. Aber lassen wir das. Der Doktor hat mir aufgetragen, mich bei den Ärzten nach dem geeignetsten Heilbad zu erkundigen. Du musst jetzt genau nach meinen Worten handeln. Du bist Arzt, hast in Paris studiert und dort lange Jahre Praxis ausgeübt. Der Trottel wird es dir ohne weiteres glauben. Du brauchst ihm nur ein paar lateinische Brocken umzuschmeißen, dann ist der Tod sicher. Dir als gebildeten Mann kann es ja nicht schwerfallen, oder? Das schon. Aber wozu? Dazu, dass wir ihm das Bad schicken, das wir haben wollen. Oder aber, dass wir ein anderes Mittel anwenden. Ich habe mir schon eins ausgedacht. Noch schneller, noch sicherer und weniger umständlich. Was sagst du da? Ich sage nur, wenn du mir vertraust, dann ist bis morgen um dieselbe Zeit die ganze Sache in Ordnung. Denn gesetzt der Fall, er wäre ein Mann, was er nicht ist, und würde sich mir seine ärztlichen Fähigkeiten erkundigen, die Ereignisse lassen keine Zeit dazu. Sollte ihm trotz seiner Einfalt ein Licht aufgehen, wir löschen es aus. Fast gibst du mir das Leben zurück. Ich sage fast. Denn so nahe, süße Erfüllung kann ich kaum glauben. Wie willst du es tun? Sag! Geduld! Noch brauchst du es nicht zu wissen. Du fährst es noch früh genug. Rasch! Ich muss jede Zeit nützen, das Netz geschickt auszulegen. Zum Reden bleibt keine Zeit mehr. Du geh nach Hause und warte. Ich werde dich rufen. Komm ich mit Messer Nietzsche, so richte deine Worte genau nach den meinen. Fort! Dominus, wo bist du?
Aber er bestätigte sich. Diesen Mann hat euch Gott gesandt, um euren Herzenswunsch zu erfüllen. Er hat in Paris studiert und dort staunenswerte Erfahrungen gesammelt. Und dass er hier in Florenz sein Amt nicht ausübt, mag euch weiter nicht Wunder nehmen. Erstens ist er sehr reich und zweitens wartet er stündlich auf seine Rückberufung. Das ist es ja eben. Ich möchte nicht eine so mühselige Sache anfangen und plötzlich lässt er mich sitzen. Keine Angst. Das tut er bestimmt nicht. Weil er steht zu befürchten, dass er die ganze Sache nicht übernehmen will. Übernimmt er sie aber, dann führt er sie durch. Unerbittlich. Darauf könnt ihr euch verlassen. Gut, ich will dir glauben in diesen einen Punkt. Was aber seine wissenschaftlichen Kenntnisse betrifft, die muss ich mir selber ansehen. Mir kann er nichts vormachen. Das sollte ja auch. Und daran bringe ich euch ja zu ihm. Mit eurer Gelehrtheit, die Designe überprüfen kann. Ich will nicht länger weder Ligurio sein noch heißen, wenn er nicht in seinem Auftreten, seinem Wissen, seinen Worten einen gebildeten Mann erkennt. Einen Mann, dem ihr ruhig eure Nöte ans Herz legen könnt. Also gut, wo wohnt er denn? Hier auf diesem Platz, mit Haus euch vor der Nase. Das trifft sich ja gut. Los, los. Los. Wer ist da? Kalimaco zu Hause? Ja. Warum nicht Magister Kalimaco? Was? Er kümmert sich nicht um läppische Titel. Wie kannst du das wissen? Tu deine Pflicht. Wenn es ihm nicht recht ist, so wird er es dir schon sagen. Wer verlangt nach mir? Bona dies, Domine Magister. Wo bist du, Bona, Domine Doktor? Ja? Wie gefällt er euch? Gut, gut! Allheilig, ausgezeichnet! Ja, benehmt euch vernünftig, sonst mögt ihr euer Anliegen alleine vorbringen. Was ist das für ein Anliegen? Schwer zu sagen, Domine Magister. Ein Herzenswunsch macht mir und anderen Leuten das Leben zur Qual. Ich habe keine Kinder und möchte doch so gerne Kinder haben. Ich suche einen tüchtigen Mann, der mir in meiner großen Not beisteht, Domine Magister. Domine Doktor, wozu hätte ich mich lange Jahre in Paris in wissenschaftliches Studium vergraben, wenn mich nicht der Wunsch beseelte, ehrenwerten Männern gegebenenfalls mit Rat, Tat beiseite zu stehen und euch besonders, Domine Doktor. Besten Dank, Domine Magister. Solltet ihr gegebenenfalls mal meiner Hilfe bedürfen, so bin ich gerne bereit, euch zu helfen. Aber kommen wir ad rem nostram zurück. Habt ihr wohl Überlegungen getroffen, welches Bad am besten geeignet wäre, meine Frau günstig für eine Schwangerschaft zu beeinflussen, Domine Magister? Ich weiß, dass Ligurio euch eingeweiht hat. Ja, freilich, freilich. Doch um solchen Wunsch zu erfüllen, muss erst die Ursache der Unfruchtbarkeit festgestellt werden, welche verschieden geartet sein kann. Nam cause sterilitatis sunt, aut in semine, aut in matrice, aut instrumentis seminaris, aut in virga, aut in causa extrinsica. Denn die Ursache der Unfruchtbarkeit kann sein, erst der Samen, die Gebärmutter, die Fortpflanzungsorgane oder der Schoß. Oder den Ursachen außerhalb liegen. Ligurio, du hast recht, diesen Mann hat uns Gott gesandt. Außerdem könnte besagte Unfruchtbarkeit natürlich auch von Impotenz herrühren. Dann gibt es allerdings kein Mittel. Seid ihr impotent? Ich impotent? Ach, lächerlich. In ganz Florenz findet ihr keinen Mann, der so stark ist wie ich. Also gut, lieber Doktor, wenn es an euch also nicht liegt, dann wird sich schon ein kräftig Mittel finden, seid unbesorgt. Und haltet ihr wirklich den Badeort für das einzig kräftige Mittel, Domine Magister? Bedenkt, wie viele Umstände dieser Reise, auch meiner Frau fiel es schwer, Florenz zu verlassen. Darf ich statt des Magisters antworten? So sage ich unbesorgt, ja, es gibt ein anderes Mittel, und nicht minder kräftig. Wisset,
Kalibako ist in diesen Dingen von einer fast übertriebenen Zartheit. Habt ihr mir nicht erzählt, lieber Magister, dass in solchen Fällen der Impotenz, der Unfruchtbarkeit, des Öfteren ein Trank von euch verordnet wurde, der eine Schwangerschaft zur Folge haben muss? Natürlich, natürlich. Doch mit Patienten, die ich nicht gut kenne, bin ich äußerst vorsichtig. Man kommt sehr leicht in den Ruf eines Scharlatans. Auf mich mögt ihr euch verlassen. Noch nie bin ich einem so gelehrten Herrn begegnet wie euch, Domine Magister. Voll Bewunderung begebe ich ganz in eure Hand. Das muss man nicht erst in Urin sehen. Freilich, freilich, ohne den geht's überhaupt nicht. Rufe Siro, er soll mit dem Doktor gehen und ihn holen. Siro! Siro! Ja, Herr. Gehe mit Messer Nitscher. Wenn ihr wollt, Doktor, kommt bald zurück. Wir werden uns inzwischen etwas Gutes ausdenken. Ob ich will, wenn ich will, im Augenblick bin ich wieder da. Euch kann man wirklich alle Sorgen ans Herz legen. Na, was habe ich gesagt? Mein Herr ist ein ganz ein ungewöhnlicher Mann. Ganz ungewöhnlich. Seine Majestät, der König von Frankreich, muss große Stücke auf ihn halten. Große Stücke. Deshalb lebt er wohl so gerne in Paris. Ja, so gerne in Paris. Er tut ganz recht. Bei uns hier in Florenz gibt's nur Idioten. Talent wird nicht gewürdigt. Wollte dein Herr hier praktizieren, keine Katz wird sich um ihn scheren. Keine Katz. Ich weiß davon, ein Lied zu singen. Hab mir selbst das Hirn aus dem Stiel geschwitzt über den Corpus Juris. Muss ich davon leben? Ich könnte verrecken. Verrecken? Verdiene ich mindestens 100 Dukaten im Jahr? Nicht 100 Lire, was rede ich, nicht 100 Grosse. Ja. Die Sache ist nämlich die, wenn man nicht beim Staat angestellt ist, wie ich es zum Beispiel nicht bin, oder einen guten Freund dort oben sitzen hat, dann schert sich um einen kein Teufel. Man kann höchstens bei Beerdigungen hinter Dreinzotteln, bei Hochzeiten als Safage figurieren, ja, oder beim Prokonsul im Vorzimmer sitzen, den Hosenboden durchwetzen und mit den Beinen schlenkern. Ha! Nein, nein, nein! Ich brauche diese Ämter alle nicht! Können mir gestohlen bleiben! Gott sei Dank! Will aber nichts gesagt haben. Wummeln die mir noch mehr Lasten und Steuern auf, dass mir das Blut aus den Augen spritzt. Aber jetzt muss ich gehen. Bin gleich wieder zurück! Also, wenn alle Juristen solche Esel sind wie der da, dann täten wir besser unsere Prozesse selber führen. Dümmer kann sie auch nicht ausgehen. Sicherlich treiben ihn Ligurio, dieser Lump, und mein Herr, dieser geile Affe, ja noch so weit, dass ihm ja wirklich das Blut aus den Augen spritzt. Beinahe tätig sind ja Wünschen. Hätte ich nicht Angst, dass der ganze Schwindel auffliegt, dann geht's mir den Kragen, meinem Herrn den Kragen, das ganze Geld ist auf Putsch. Das macht er sogar noch auf Frauenarm. Weiß der Himmel, was die beiden doch alles vorhaben. Da kommt er ja, der dumme Doktor. Das Corpus Delict in der Hand. Da kann man doch nur lachen. In allen Dingen habe ich dir nachgegeben. Immer. Aber diesmal geschieht, was ich will. Hätte ich gewusst, dass du keine Kinder kriegen kannst, nie hätte ich dich geheiratet. Eine Kuh mag wäre mir lieber gewesen. Ach, Siro, guter Siro, komm her zu mir. Was hat das nicht für Mühe gekostet, bis die Frau das bisschen Wasser gelassen hat? Hey, darfst du nicht denken, dass ich nicht auch gern Kinder hätte. Sie treibt es oft mehr herum als mich. Aber mach ich nur den geringsten Versuch, so gebärdet sie sich wie wild. Hab doch Geduld. Mit guten Worten kann man doch bei den Weibern alles erreichen. Geduld. Gute Worte. Ich hab diesen Blödsinn satt. Dann nimm und sag den beiden, dass ich wieder zurück bin. Da kommen beide. Mit der Frau wird es schwieriger. Aber auch gegen die ist er mit dem Gewachsen. Das Wasser? Siro hat es. Her damit.
nichts zu bedeuten. Nam mulieris urine sunt semper majoris grossitii, et minoris pulchritudinis quam viruorum. Huius autem in cetera causa est amplitudo canalium. Mixteo eorum ex matrice exeum cum uris. Denn die weiblichen Urine sind von größtem Fettgehalt und Blässe, von weitaus geringerer Schönheit als die der Männer. Schuld daran ist der Umfang der Röhre und dessen, was als Mischung gemeinsam aus der Gebärmutter zusammen mit dem Hahn fließt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Wie ihr von diesen Dingen redet! Ich glaube, ihre Frau hat nachts nicht genügend Wärme. Mit der Steppdecke? Daher der starke Harn. Das kann schon sein. Bevor sie sich niederlegt, niet's noch auf dem kalten Steinboden, leiert ein Vater unser nach den anderen herunter. Das kann schon an die 4 Stunden dauern. Natürlich schlottert sie dann vor Kälte. Mag sein, lieber Doktor. Also entschließt euch. Entweder ihr seid einverstanden, gut. Oder ihr seid es nicht, auch gut. Habt ihr aber Vertrauen, so gebe ich euch das Mittel. Nehmt es, Madonna Lucrezia, und hätt nicht übers Jahr einen Knaben in den Arm, dann zahle ich euch 2000 Dukaten. Verstanden? Sprecht weiter, sprecht weiter. Ohne eure Zartheit in diesen Dingen vertraue ich mehr als meinen Beichtvater, Verehrter. Wisset denn, das sicherste Mittel, eine Frau schwanger zu machen, ist ein Tränklein aus der Mandragola-Wurzel. Ich habe schon in mehreren Fällen erprobt und immer mit Erfolg. So es diesen Liebestrank nicht gäbe, wäre die königliche Majestät von Frankreich heute noch unfruchtbar. Und wie sie, der ganze Hof, Fürstinnen, Komtessen, mit einem Wort, der ganze Adel. Königliche Majestät von Frankreich. So ist es. Und dabei könnt ihr noch von Glück sagen. Denn ich habe alle Ingredienzien, die man zur Bereitung dieses Trankes benötigt, mitgebracht. Ihr könnt ihn also bekommen, wann ihr wollt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wann soll sie ihn nehmen? Heute Abend, nach dem Nachtmahl. Mond und Wetter sind uns günstig. Sind uns günstig? So macht nur den Trank bereit. Ich werde dafür sorgen, dass Lucrezien einnimmt, so wie ihr es vorschreibt. Das kann keine Schwierigkeiten machen. Halt! Eines bleibt noch zu bedenken. Derjenige, der als erster nach dem Trank bei ihr schläft, muss binnen 8 Tagen sterben. Rettungslos. Pfui Teufel! Von so einer Schweinerei möchte ich nichts wissen! Ruhe, Ruhe, lieber Doktor. Auch dagegen gibt es ein Mittel. Was für eines? Na, gleich einen anderen zu ihr legen. Die ganze Nacht wohlverstanden. Eine vollkommene Entgiftung wird die Mühe lohnen. Dann... Na, nichts dann, nichts dann. So? Ich mach meine Frau nicht zur Hure und mich nicht zum Hahnrei. Nein, nein, da mach ich nicht mit. Aber Doktor, schämt euch. So ein fortschrittlicher, aufgeklärter Mann wie ihr und fürchtet sich vor einem Mittel, das die königliche Majestät von Frankreich und der ganze Adel schon seit Jahren unbedenklich verwenden. Ja, wenn ihr meint. Aber wo finde ich so einen Narren? Sag ich's ihm, so will er nicht. Sag ich's ihm nicht, so will er natürlich. Und ich mach mich strafbar. Komm an den Galgen oder ins Zuchthaus. Nein, nein, da mach ich nicht mit. Also, lieber Doktor, wenn das all eure Sorgen sind, dann lasst sie getrost meine Sorge sein. Wieso? Ich will es euch sagen. Heute Abend nach dem Nachtmahl bekommt sie den Trank. Sorgt dafür, dass Madonna Lucrezia ihn nimmt und danach sofort zu Bett geht. Wir warten dann bis circa 4 Uhr früh und haben uns inzwischen verkleidet. Frank Licurio, Siro, ihr lieber Doktor und ich. Und wir machen dann eine Razzia am alten Markt, am neuen Markt, in den winkeligen Seitengassen. Und den ersten jungen Burschen, der dort herumlungert, den treiben wir mit Stockschlägen in euer Haus. Schleppen ihn in die dunkle Schlafkammer, ziehen ihn aus, sagen ihm, was er zu tun hat, das wird ihm keine Schwierigkeiten bereiten, und vor dem Morgengrauen jagt er den Lümmel einfach wieder weg. Und dann mögt ihr, lieber Doktor, bei Lucrezia bleiben, solange es euch behagt, ohne alle Gefahr. Oh
Ohne alle Gefahr? Ja, wenn Könige und Fürsten nach diesem Rezept handeln. Aber dass es ja nicht vor Gericht kommt. Wie soll es vor Gericht kommen? Aber eine Schwierigkeit bleibt trotzdem. Eine fatale Schwierigkeit. Welche? Lucretia. Dass sie freiwillig mitmacht, das kann ich nicht glauben. Mag sein, lieber Doktor. Aber dann tut ihr mir leid. Verheiratet sein mit einem Weib, das nicht pariert, die ganze Ehe könnte mir gestohlen bleiben. Halt! Ich weiß etwas. Sprich! Wir bringen sie zum Beichtvater. Zum Beichtvater? Ja, wer soll den herumkriegen? Ich! Mit Kalimako! Das Geld! Unser aller Gemeinheit im Holdenverein! Und Lucretia? Der kriegt sie herum, dass sie hingeht? Keiner! Macht nichts! Macht nichts? Gar nichts, nein! Die bringen wir zur Mutter! Zur Mutter! Der folgt sie und der traut sie! Der glaubt sie! Aber rasch! Es wird schon Abend, keine Zeit verloren! Kalimako, geh du einst rein spazieren! Aber sorge dafür, dass wir um zwei alles bereit finden! Dich und den Trank! Und wir kuppeln inzwischen die Mutter und dann die Beichtvater und geben dir von allem, was wir ausrichten, Bescheid! Lasst mich nicht allein! Lasst mich nicht allein! Ich bin verloren! Dominus! Beichtvater den Fall vortragen und dann braucht ihr es nicht zu tun und hören, was er antwortet. So wollen wir es halten. Ich gehe sogleich zu Lucretia, der Tochter, und werde versuchen, sie ihrerseits zu überzeugen, sich dem ehrwürdigen Vater anzuvertrauen. Lebet wohl! Lebet wohl! Wundert euch vielleicht, dass es so viele Umwege bedarf, meine Frau gefügig zu machen. Aber wenn ihr alles wüsstet, würdet ihr alles verstehen. Ich wundere mich über gar nichts. Die Weiber sind argwöhnisch. Ganz und gar nicht. War das folgsamste Ding,
folgsam wie ein Lamm. Ja, da habe ich einen Nachbarin den guten Rat, sie könne guter Hoffnung werden, wenn sie gelobte, bei den Serviten 40 Mal die Frühmesse zu hören. Das tat sie dann auch. Ging etwa 20 Mal hin. Da fing doch einer dieser vollgefressenen Mönche an, ihn überall aufzulauern. In diesem Augenblick an war es geschehen. Sie hat doch nichts mehr zu bewegen, die Frühmesse zu besuchen. Schon eine rechte Schande von diesen Priestern. Mit gutem Beispiel sollen sie vorangehen und um gerade das Gegenteil. Ob das eine Schande ist. Von diesem Augenblick an war sie wie verwandelt. Wage ich auch nur ein Wort, so macht sie mir 1000 Schwierigkeiten. Ja, aber sag, wie ging es weiter mit dem Gelübde? Sie erbat und erhielt Dispens. So war das. Meister Nietzsche, gebt mir geschwind 25 Dukaten, wenn ihr sie habt. In Fällen wie den unsrigen muss man freigebig sein. Muss ich den Bruder gleich zum Freund machen und die Aussicht auf mehr durchblicken lassen. Dann nehmt, wenn es sein muss. Doch, nach der Geschichte mit dem Dispens besonders. Die Pfaffen sind durchtriebene Burschen. Kein Wunder. Wissen um ihre Sünden und um die unsrigen. Wer sie nicht kennt, lässt sich leicht täuschen und wird nie mit ihnen fertig. Ihr Doktor schon gar nicht. Hockt den ganzen Tag im Studierzimmer, die Nase in Pandekten und Folianten. Versteht euch meinetwegen auf Paragraphen, aber vom Leben habt ihr keine Ahnung. Der Kerl ist zu dumm, der verpatzt am Ende noch das ganze Geschäft. Also sag mir in Gottes Namen, was soll ich tun? Das Maul halten, nur mich reden lassen, nur antworten, wenn ich euch dazu ein Zeichen gebe. Was für ein Zeichen wollt ihr mir geben? Ich werde ein Auge zukneifen und mir auf die Lippe beißen. Nein, schlecht. Das machen wir anders. Sagt, wie lange habt ihr den Pater jetzt schon nicht mehr gesehen? 10 Jahre oder noch länger. Ausgezeichnet. Dann werde ich ihm sagen, ihr seid in der Zwischenzeit fast taub geworden. Das bedeutet, ihr redet und antwortet nur, wenn wir fürchterlich schreien. Einverstanden. Es könnte nun kommen, dass ich von etwas zu sprechen beginne, was mit unserer Sache nichts zu tun hat, scheinbar. Es wird sich aber als recht zweckmäßig erweisen. Und nun, rührt euch nicht von der Stelle. Und gut. Wo ihr nun beichten wollt, kommt. Ich bin bereit. Nein, hochwürdiger Herr, heute nicht. Ich werde erwartet. Ich bin schon froh, dass ich mir konnte meinen Kummer ein wenig von Herzen reden. Habt ihr die Messen zu Ehren unserer lieben Frau wohl gelesen, Bruder Timotheo? Gewiss, meine Gute. Gottes Dank, Bruder Timotheo. Nehmet nun diesen Gulden und leset an jeden Montag 2 Monate lang meinem Mann die Totenmesse. Er war ein arger Lump, gewiss, konnte aber nichts dafür. Der Anfechtungen sind zu viele. Oh, immer wenn ich an ihn denke, wird mir ganz sonderbar. Oh, ob er wohl im Fegefeuer ist? Kein Zweifel. Ach, ich verstehe das nicht so. Bruder Timotheo, ihr wisst, was er manchmal mit mir angestellt hat. Oh, wie oft habe ich euch meine Not geklagt. Oh, ich bin ihm aus dem Weg gegangen, wo ich nur konnte. Aber es half nichts. O himmlischer Vater. Macht euch keine Gedanken, gute Frau. Gottes Barmherzigkeit ist unendlich. Wenn nur der Wille nicht fehlt, die Reue kommt dann ganz von selbst. Ja, Bruder Timotheo? Verzeiht, ich sehe in der Kirche meine Nachbarin stehen. Ich will zu ihr gehen. Gottes Lohn, Bruder Timotheo. Gottes Dank. Wohltätig sind sie, die Weiber, ja? Aber langweilig auch. Lässt du dich nicht mit ihnen ein? Dann ersparst du dir diese Langeweile und die Wohltat. Tust du es aber, dann musst du halt beides ertragen. Wohltun und Langeweile. Das eine recht gern,
und das andere recht ungern. Naja, kein Honig, auf dem nicht Fliegen sitzen. Gottes Segen, liebe Herren. Aber was sehe ich? Ist das nicht der Dr. Nietzsche? Ihr müsst sehr laut sprechen, Pater. Der Arme hört fast gar nichts mehr. Gottes Segen, Messer Nietzsche! Noch lauter. Gottes Segen! Dank, ehrwürdiger Vater! Wie geht es euch? Gut! Halt! Besser sprecht mit mir, denn bis der euch da versteht, haben wir hier einen Volksauflauf. Gut. Was wünschen die Herren? Messer Nietzsche und ein anderer junger Mann, gleich sollt ihr erfahren, um wen es sich handelt, haben beschlossen, etliche 100 Dukaten für die Armen zu stiften. Na halt! Halt das Maul! Verwundert euch nicht über das, was der Vater sagt. Er hört nichts, bildet sich aber manchmal ein und dann schwatzt er dummes Zeug. Fahrt fort. Wir wollen uns nicht um ihn kümmern. Bevor die Herren nun das Almosen in eure Hände legen, müsst ihr uns in einem absonderlichen Falle beistehen. Die Geschichte ist dem armen Doktor passiert. Es geht um die Ehre des Hauses Calfucci. Ihr allein könnt helfen. Was ist passiert? Folgendes. Camillo Calfucci, der Neffe unseres lieben Doktors, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Doch. Der ging vor Jahren in Geschäften nach Frankreich. Als seine Frau starb, gab er die Tochter, ein bereits heiratsfähiges Mädchen, in die Obhut eines Klosters. Den Namen kann ich euch im Augenblick nicht nennen. Und? Schwanger ist sie. Schon im 4. Monat. Ob aus Unachtsamkeit der Nonnen oder des Mädchens, tut nichts zur Sache. Jedenfalls sind alle blamiert. Das Kloster, das Mädchen, die Verwandten, kurz, das ganze Haus Calfucci. Die Geschichte ist dem Doktor so zu Herzen gegangen, dass er gelobte, 300 Dukaten zu stiften, zu Ehren Gottes, damit nur nichts unter die Leute kommt. Blödsinn! Still! Er will, wie gesagt, das Almosen in eure Hände legen. Denn nur ihr und die Äbtissin könnt helfen. Wie das? Ihr müsst die Äbtissin überreden, dass sie dem Mädchen etwas eingibt, Das will überlegt sein. Gewiss. Aber überlegt auch, wie viel Gutes die Folge wäre. Ihr gebt dem Kloster, dem Mädchen, den Verwandten die Ehre zurück. Schenkt dem Vater die Tochter wieder. Tut dem Doktor einen unbezahlbaren Dienst. Und macht die Armen durch Almosen glücklich, soweit die 300 Dukaten eben reichen. Auf der anderen Seite helft ihr einem noch ungeborenen Stück Fleisch aus einer Welt, darin nichts denn Jammer und Elend sein erwartet. Und ich bin der Meinung, man muss immer das tun, was den lieben Mitmenschen nützt und sie glücklich macht. Es sei denn, in Gottes Name möge geschehen, was ihr wünscht. Und der lieben Nächsten willen. Nehmt mir das Kloster und gebt, wenn es möglich ist, das Geld gleich, auf dass wir das Werk mit einer Wohltat beginnen. Oh, ihr seid wirklich der Gottesmann, für den ich euch immer gehalten habe. Nehmt hier eine Anzahlung. Das Kloster heißt... Oh, einen Augenblick. Und die Frauensperson an der Kirche winkt mir immerfort. Nur ein paar Worte. Habt Acht auf den Doktor. Wie alt ist das Mädchen? Ich werde doch verrückt! Ich frage, wie alt das Mädchen ist? Gott soll euch strafen! Wieso? Gott soll euch strafen! Misericordia! Sind mir zwei gewaltige Narren. Der eine reißt aus, der andere rennt herum und ist stocktaub. Wenn nur das Geld nicht wäre. Hoffentlich ist es echt. Könnten die mich... Da kommt ja deine Narr zurück. Pater, Pater, eine große Neuigkeit. Herre? Steh, Doktor. Die Frau an der Kirche sagte mir eben, das Mädchen brauche eure Hilfe nicht mehr.
Staaten, es hat... Oh, großartig! Dann wandert das Geld gleich in den Fiskus. Ja, aber... Hey, Nachbar. Denn nun müsst ihr erst recht mit einem neuen Almosen herausrücken. Gut. Dafür verlangt der Doktor einen anderen Gefallen. Der wäre? Ein kleiner Gefallen. Weniger beschwerlich, weniger gefährlich, angenehmer für uns, nützlicher für euch. Sprecht. Ich glaube, wir verstehen uns schon vortrefflich. Ich kann euch überhaupt nichts mehr abschlagen. Das glaube ich auch. Doch möchte ich es lieber unter vier Augen in der Kirche sagen. Der Doktor mag uns so lange erwarten. Wir kommen wieder! Es dauert nicht lange! Gehen wir. Hol's der Teufel! Ist es Tag oder Nacht? Bin ich auf Hinscher Kalkutschi? Träum ich? Wach ich? Bin ich besoffen? Dabei habe ich heute noch keinen einzigen Tropfen getrunken. Nur damit ich klar im Kopf bin bei dieser ganzen Geschichte. Ich werde den Vater uns alle in Chor bringen, hat Licurio gesagt. Dabei redet der Lümmel für das ganz andere. Verlangt von mir, dass ich mich benehme wie ein taubstummer Bauer. Max hätte ich mir die Ohren stopfen mögen. Nicht ansehen, was die für einen Schwachsinn da verzapfen. 25 Dukaten bin ich schon losgeworden. Von meiner Sache, da wird keinem Wort geredet. Lang mir, dass mich da abstellen wie ein Sack Äpfel. Ha. Dann kommen die beiden zurück. Wehe, wenn sie noch von meiner Angelegenheit gesprochen haben. Dann holt sie wirklich der Teufel. Nun weiß ich, was ich zu tun habe. Rufet die Frau. Kraft meines priesterlichen Amtes wird die Verbindung noch heute Abend zustande. Messer Nietzsche! Unser guter Bruder Timotheo ist zu allem bereit! Ist das wahr? Ihr geht wahrhaftig das Leben wieder! Ob es ein Knabe wird? Ein Knabe! Ein Knabe! Ha, mir ist ganz weh vor Freude! Gehet in die Kirche, in der sich die Frauen erwarte. Ich werde euch alles erzählen, wenn ihr wiederkommt. Geht! Wer hier wen über so eine Haut, weiß ich nicht. Jedenfalls hat der Lump Licurio die erste Geschichte von den Mädchen erfunden, mich auf die Probe zu stellen. Wäre ich ihm unfreundlich begegnet, dann hätte er mir die zweite, die allein es ankam, überhaupt nicht erzogen. Ich bin ihm zwar auf den Leim gegangen, aber das macht nichts. Profitiert habe ich doch. Profitiere noch. Wenn Kalimako, Messer Nietzsche sind steinreiche Leute. Für die beiden ist es ebenso wichtig wie für mich, dass die Sache geheim bleibt. Ergo werde ich noch genug Geld aus ihnen herauspressen. Freilich. Daran ist nicht zu zweifeln. Mit Madonna Lucrezia wird's noch ein harter Kampf. Eine kluge Frau. Eine kluge Frau. Aber gerade bei ihrer Güte will ich sie packen. Viel Hirn haben die Weiber ja alle nicht. Kaum weiß eine zwei vernünftige Worte zu sprechen. Schon macht einen langen Sermon daraus. Ja, unter den Blinden ist der einäugige König. Da kommt sie ja. Mit ihrer Mutter. Ein stupides Stück Fleisch. Aber jetzt darum unseren Mützen eine prächtige Hilfe.
Bald wirst du mir ins Netz zappeln. Madonna Lucrezia. Mein Kind weiß, dass auf die Ehre niemand bedachter sein kann als seine Mutter. Die rät nichts, was der Tochter nicht anstünde. Ich habe es der Tochter oft gesagt und sage es noch einmal. Wenn Bruder Timotheo erklärt, dass das Gewissen durch besagtes Vorhaben nicht belastet wird, dann hat mein Kind auch keinerlei Grund, bedenklich zu sein. Du hast Messanitschas Wunsch, Kinder zu bekommen, ihn eines Tages zu einer Torheit verleiten würde, habe ich schon immer gefürchtet. Deshalb bin ich stets sehr zurückhaltend und besorgt, wenn er von dieser Sache anfing. Besonders, seit mir das bei den Serviten geschehen war. Was sie aber nun mit mir vorhaben, ist verrückter als alles bisher. Größere Schande kann einer Frau nicht geschehen. Außerdem kostet sie einem Menschen das Leben. Hätte Gott mich allein auf dieser Welt zurückgelassen, hätte er die Zukunft des menschlichen Geschlechts in meinen Schoß gelegt. Ich glaube nicht, dass ein solches Opfer ihm wohlgefällig wäre, Mutter. Wenig weiß die Mutter der Tochter zu antworten. Möge sie mit unserem lieben Bruder Timotheo sprechen. Hören, was er sagt, tun, was er rät. Sein Rat ist unser aller Rat. Möge Gott mich schützen und so viel Glück. Eure Wünsche. Messer Nietzsche hat mich unterrichtet. Wahrlich. Zwei lange Stunden saß ich über den Büchern, unseren Fall zu erwägen. Nach reiflichem Studium finde ich mancherlei Dinge, die im Einzelnen wie im Besonderen für euch sprechen, Madonna. Redet ihr im Ernst, Hochwürden, oder spaßt ihr? Sind das Dinge, über die man spaßen kann? Kennt mich meine Tochter so wenig? Vergebet, Bruder Timotheo. Aber unser Fall, wie ihr sagt, ist doch ungeheuerlich. Scheint ungeheuerlich. Das gebe ich zu. Trotzdem bitte ich meine Tochter, nicht weiter so zu sprechen. Es gibt auch viele Dinge, die aus der Entfernung betrachtet ungeheuerlich, unbegreiflich, ja, unerträglich erscheinen. Aus der Nähe betrachtet, aber ganz erträglich, ganz begreiflich. Ja, ja, natürlich sind. Es sieht schlimmer aus, als es ist, so sagt man doch oft, Madonna. Und das... Das stimmt doch in eurem Fall. Gebe es Gott. Nun lasset mich zu dem vorhin Gesagten fortführen. Was euer Gewissen angeht, so möge sich meine Tochter an die alte Wahrheit erinnern. Jedes Ding hat zwei Seiten. Eine gute und eine schlechte. Aus Angst vor der Letzteren dürft ihr die Erste, das Gute, niemals verkennen. Niemals dürft ihr aus Furcht vor dem Bösen das Gute zu tun unterlassen. Zumal das Gute hier offenbar, ja gewiss ist. Dem Allmächtigen wird schließlich ein
unschuldiges Seelchen geboren. Das Schlechte, aber höchst ungewiss bleibt. Nämlich, dass der Mann, der bei euch schläft, sterben muss. Er muss gar nicht sterben. Mitnichten! Solcher Fälle gibt es doch mehr als genug. Aber immerhin. Nehmen wir den Ausgang mal für zweifelhaft an. So ist es sicher besser, wenn Messer Nietzsche sich nicht unnötig in Gefahr begibt. Was? Nun, den Axtus ja selbst betrifft, so möge sich meine Tochter hüten, ihn als sündhaft zu bezeichnen. Sündigen kann nur der Wille, niemals der Körper. Eine Sünde wäre es, wenn ihr damit eurem Manne Kummer macht. Im Gegenteil, Freude bereitet ihr ihm. Oder eine Sünde wäre es, wenn euch der Actus Freude macht. Im Gegenteil, er macht euch Verdruss. Die Töchter Lots, so erzählt uns die Bibel, wähnten sich in der Welt allein zurückgelassen und schliefen mit ihrem Vater. Reinen Herzens taten sie dies. Darum sündigten sie nicht vor Gott, dem Allmächtigen. Außerdem ist doch bei allen Dingen der Zweck die Hauptsache. Das Ziel, welches sein muss, den geliebten Manne glücklich zu wissen. Und zum Lohne dafür einzugehen ins Paradies. Ah. Wozu überredet ihr mich, Bruder Timotheo? Lasse dich überreden, mein Töchterchen. Eine kinderlose Frau ist ohne Heimat. Stirbt ihr der Mann, steht sie hilflos da. Wie ein armselig Tier, von allen verlassen. Lasse dich überreden, mein Töchterchen. Wozu überredet ihr mich? Zu eurem Heil, Madonna. Zu eurem Heil. Eure Sünde wiegt doch leicht, leicht wie eine Flaumfeder. Opa. Als wenn ihr freitags ein Stückchen Fleisches genösset. Ein Tröpfchen Weihwasser wäscht hinweg die kindliche Schuld. Und übers Jahr, Madonna, übers Jahr, wie werdet ihr glücklich sein? Übers Jahr wird sie glücklich sein, meine Tochter. Ich will mit ihr beten, Gott mit ihr danken. Ich will für euch beten, liebe Kinder. Ich will sie selber zu Bett bringen. An diesem gesegneten Abend. Ja, was flänkst du? Rotznase! Eine dumme Gans bist du, ein ganz albernes Weibstück. Angst hast du, wovor du? Wie viele Frauen in Florenz würden Gott auf den Knien danken, geschehe ihnen, was dir geschieht. Nicht.
nun, liebe Frauen, kehret getrost nach Hause zurück und bereitet euch vor auf das Wunder, das heute Abend Erfüllung wird. Amen. Aber eine gewaltige Stiftung und eine gewaltige Sauferei dazu. Schließlich will ich doch etwas davon profitieren. Wir wollen bei der Sache bleiben. Lucrezia ist wirklich einverstanden? Sag ich doch. Ja, da bin ich der glücklichste Mensch auf der Welt. Versteht sie. Ihr werdet einen Sohn bekommen. Und wer es nicht glaubt, dem ist nicht zu helfen. Geht also eure Messe lesen, Bruder Timotheum. Sollte ich euch brauchen, komme ich zurück. Ihr Doktor Flux zu Madonna Lucrezia, dass sie nicht schwach wird. Ich eile indessen zu Kalimaco. Er muss unseren Liebestrank schicken. Um eins wollen wir uns wieder treffen. Dann will ich euch sagen, was um viel zu geschehen hat. Valete! Dominus! Thank you.
aufgerichtet haben. Es ist 11 vorbei, gleich Mitternacht. Was habe ich ausgestanden den ganzen Tag? Was stehe ich noch aus? Gewiss, Glück und Unglück halten sich die Waage, eifersüchtig. Je heller die Hoffnung, umso finsterer die Not. Schrecken. Ich taumle von Angst in Erwartung, von Erwartung in Angst, wie ein Schiff von feindlichen Winden geworfen. So nah dem Hafen. Wie kann ein Mensch das nur aushalten? Schrecken. Manchmal suche ich all dem Herr zu werden. Sage, was machst du eigentlich? Bist du verrückt? Wenn es erreicht ist, was bleibt? Ernüchterung, Reue, Sorgen und Mühen verblassen, werden lächerlich. Du wirst sie verfluchen. Bedenke, Hoffnungen enttäuschen. Immer. Der Erwartung entsprechen sie nie. Auf der anderen Seite ist das Schlimme, dass du in die Hölle kommst. Aber dann sage ich mir wieder, dort sind viele nette Leute. Schauspieler, Politiker, Schlosser, Ärzte, auch Bankiers. Geh du ruhig hin und schäm dich nicht. Sei nicht wehleidig wie ein Frauenzimmer. So mache ich mir Mut. Der dauert nicht lange, weil mich dann wieder ein solches Verlangen anpackt, einmal mit ihr zusammen zu sein. Ein einziges Mal, dass mein ganzer Körper zu rebellieren beginnt. Das Herz will mir die Brust sprengen, die Beine zittern, die Arme wie gelähmt, die Eingeweide verkrampfen sich. Die Augen trübe, Hirn und Zunge wie Blei. Schrecklich, schrecklich! Wo nur Ligurio bleibt, hätte ich nur einen Menschen, mit dem ich reden kann. Oh, oh. Oh. Da kommt er ja, und wie er rennt. An seinen Worten hängt Leben und Tod. Schrecklich! Immer dasselbe. Hast du für einen Menschen gute Nachricht? Wie ich für Kalimako, dann findest du ihn nie. Hast du schlechte, läuft er dir gleich über den Weg. Wo er stecken mag, bei ihm zu Hause war ich, auf dem Markt, beim Prokonsul, in der Loggia da Torna Quinzi. Nirgends, nirgends, nirgends. Diese verliebten Leute, Quecksilber haben sie im Arsch. Der Teufel holt sie ein. Was drücke ich mich herum? Ruf ihn nicht. Er scheint vergnügt. Ligurio! Ligurio! Kalimako! Endlich! Was für Nachricht! Gute! Gute? Wirklich? Sehr gute! Lucrezia, einverstanden? Einverstanden! Und Vater Timoteo? Tüchtig? Sehr tüchtig. Oh, du lieber guter Vater, ich will für dich beten, immer. Ja. So, auch die Sünde ein Gottesgeschenk wäre. Aber daran liegt dem Vater weniger. Er will... Was? Geld. Soll er haben? Wie viel? 300 Dukaten. Was soll er haben? Habe ich ihm versprochen. Gut. 25 hat ihm mit viel Mühe der Doktor gegeben. Messer Nietzsche? Und wie das? Er hat sie gegeben und damit basta. Lucrezias Mutter? Ja, die hat die Sache eigentlich erst in Schwung gebracht. Vom Pate überredet, das Töchterchen könne sich dieser Freudennacht freudig hingeben, das heißt, ohne zu sündigen, hörte sie nicht auf, Lucrezia zu bearbeiten. Schleppte sie zu Timoteo und erzwang mit Bitte, Befehl und herzlicher Grobheit deren Einwilligung. Ligurio, das verdiene ich nicht. Das verdiene ich nicht. Ich sterbe vor Freude. Komischer Mensch. Eben stirbt er noch vor Schmerz, jetzt stirbt er vor Freude. Du, ist der Trank fertig?
Ja. Was kriegt ihr denn? Einen Becher Hypokras. Wein mit Zimt. Anregend für den Magen, anregend fürs Gehirn. Für unseren Zweck also höchst entsprechend. Oh, oh nein, nein, ich bin verloren. Wieso, warum, was hast du? Verloren bin ich. Warum denn zum Teufel? In meiner eigenen Schlinge gefangen. Aber wodurch denn? Rede, Herrgott, nimm doch die Hände vom Gesicht. Erinnere dich, es war ausgemacht. Den Lümmel, den wir zu Lucretia ins Bett legen, wir würden ihn einfangen. Messer Nietzsche, du, Siro und ich, also wir vier zusammen. Ja, und was regt dich auf? Was mich aufregt, dass es nicht geht, Idiot. Ich kann doch nicht dabei sein, kann doch nicht selbst auf mich Jagd machen. Und drück ich mich, dann schmeckt Nietzsche den Schwindel. Donnerwetter, das ist wahr. Was tun? Nichts, ich bin verloren. Doch. Was? Ich will nachdenken. Nutzt nichts, ich bin verloren. Ach, was hat's schon? Was? Der Pater hat so viel getan, er muss jetzt auch noch das tun. Was? Wir werden uns alle verkleiden, auch Timotheo. Wer soll dich nachmachen? Stimme, Haltung, Gesicht. Wenn ich dann dem Doktor sage, das ist der Magister, der Tropen glaubt's bestimmt. Das ist gut, und was mache ich? Du hängst dir einen schäbigen kleinen Mantel um, ja? Und dann kommst du den Gassenhauerperren um die Ecke deines Hauses. Die Laute kannst du auch mitnehmen. Und eine Maske? Nein, um Gottes Willen, keine Maske. Das wäre verdächtig. Aber dann erkennt er mich doch. Ach, was, keine Spur. Du brauchst nur das Gesicht zu verziehen, die Zähne fletschen, mit einem Augzucken. Na, probier's mal ein bisschen. Jo. Ah, nein. So. Schon besser. So. Ja, das ist gut, das merkt ihr. Ich habe übrigens zu Hause eine Nase, die kannst du ankleben. Famos, und dann? Der Straßenecke lauern wir dir auf. Wenn du kommst, fallen wir über dich her, drehen dich ein paar Mal im Kreis, schleppen dich ins Haus, zu Lucretia ins Bett, den Rest musst du dann alleine besorgen. Aber wie benehme ich mich dann? Das ist deine Sache. In dieser Nacht musst du die Frau erobern, ganz einfach. Dann, bevor du gehst, gibst du dich zu erkennen. Deckst dir den Schwindel, sprichst von deiner Liebe und wie sie ohne Verdruss deine Freundin bleiben kann. Mit wie viel Verdruss ihrerseits aber deine Feindin. Es ist höchstwahrscheinlich, dass ihr einig werdet. Höchstwahrscheinlich, dass diese Nacht nicht die letzte bleiben wird. Glaubst du wirklich, Figurio? Wirklich. Aber jetzt dürfen wir keine Zeit mehr verlieren. Es ist schon 2 Uhr. Rufe Siro, schicke dem Doktor den Trank und warte auf mich. Ich eile indessen zu Timotheo, helfe ihm sich verkleiden. Hol Messer Nietzsche und bring beide hierher. Dann ans Werk. Siro! Ja, Herr? Geh ins Schlafzimmer. Im Schrank steht ein silberner Becher. Mit einem Stück Stoff ist er zugedeckt. Den bring, aber pass auf, dass du nichts verschüttest. So, geh doch! Ja. 10 Jahre hat Siro bei mir, hat mir immer treulich gedient. Darum vertraue ich ihm auch jetzt. Er weiß von nichts, aber er rät alles. Denn Siro ist schlau. Da ist der Becher. Sehr gut. Gehe zu Messer Nietzsche, sage, dass ich die Medizin und ließe ihn schön grüßen. Madonna Lucretia möge sie je eher, je besser nehmen und dann zu Bett gehen. Ja, Herr. Ah, halt! Und erinnere den Doktor, dass er wie verabredet pünktlich an der Ecke ist. Mach schnell. Ja, ja. Ah, und wünscht der Doktor, dass du auf ihn wartest. So tu dies und bring ihn gleich mit. Wo nicht, komm zurück, wenn du den Auftrag ausgeführt, die Medizin abgegeben hast. Ja, ja. Wenn einer sagt, das Warten habe der Teufel erfunden, dann kann ich ihm nur recht geben. Jede Stunde werde ich um 10 Pfund magerer. Stell ich mir vor, wo ich jetzt bin? Bald. So bald sein könnte.
Ihre Irre. Ich vor Angst. Irgendetwas möchte dazwischen kommen. Dann hätte mein Stündchen geschlagen. Ich gehe in den Arno oder häng mich auf. Oder. Brummeln! Ich springe auf den Fenster oder renn mir vor ihrer Tür ein Messer in den Leib. Irgend sowas tue ich. Denn mein Leben ist zu Ende. Aber kommt da nicht Ligurio? Und einen Kerl hat er bei sich. Der scheint ein Krüppel oder lahm. Wohl der verkleidete Pfarrer. Diese Pfaffen. Kennst du einen, kennst du sie alle. Das ist wohl mein Zio, der schon mit dem Doktor gesprochen hat. Ich bin neugierig. Ja. Wer ist denn der Kerl da? Ein wackerer Mann. Winkt er oder tut er nur so? Kümmert dich einen Dreck. Er scheint ein Mordsgauner zu sein. Still, sag ich, du bist langweilig. Nur Kalimako steckt. Hier, seid willkommen. Sag, Siro soll das Maul halten, er schwatzt lauter Blödsinn. Siro. Heute Nacht musst du Ligurio blindlings vertrauen. Blindlings. Befiehlt er, ist es, als hätte ich befohlen. Verstanden? Ja, Herr. Alles, was du siehst, hörst oder denkst, muss strenges Geheimnis bleiben. Bei deinem und meinem Leben. Verstanden? Ja, Herr. Hast du dem Doktor die Medizin gebracht? Ja, Herr. Na, und was sagt er? Er sei bereit und warte. Sehr gut. Ist Kalimako? Ich bin es. Was wir ausgemacht haben, gilt. Verfügt über mich und mein Vermögen, als ob es das eure wäre. Eure Freundschaft ist mir Lohn genug. Der Kompliment ist auch genug. Siro und ich gehen uns jetzt umkleiden. Du, Kalimako, geh und mach dich auch zurecht. Der Vater mag uns so lange erwarten. Es dauert nicht lange. Ich warte. Schlechte Gesellschaft bringt den Menschen an den Galgen, sagt man. Aber dumme Gutmütigkeit nicht minder. Gott weiß, dass ich nie daran dachte, irgendjemandem Schaden zu tun. Ich lebte in meiner Zelle und betete. Da schickte mir der Satan diesen Lump Ligurio. Und ehe ich's mich versehe, stecke ich in den Sünden bis an den Hals. Keiner kann sagen, wie das weitergehen wird. Na, wie sehen wir aus? Großartig. Nur der Doktor fehlt noch. Ja, schon mehr als drei. Wo er noch stecken mag. Ach, gehen wir hinüber. Da kommt er. Schlagst du? Da muss ich denn nicht. Eine Pellerine hat er umgehängt, die geht ihm nicht einmal bis zum Arsch. Und am Kopf ein Pelzbarett, wie mir scheint. In der Hand hält er ein Schwert, er kommt schon vor sich hin. Gleich würde er seine Frau zu kleinen anfangen. Nein! Nein! Wie hat die Frau sich nur aufgeführt? Was sich nicht alles ausgedacht? Nein! Nein, nein! Die Dienstboten aufs Land geschickt. Den Diener in die Villa. Naja, so dumm war das eigentlich nicht. Dafür müsste ich sie eigentlich loben. Aber wie sie sich aufgeführt hat, dafür müsste ich sie weniger loben. Ich will nicht, ich mag nicht, hat sie geblärt. Und wäre die Mutter nicht saugrob geworden, sie liegt noch immer nicht im Bett. Gott soll sie strafen. Ich mag spröde Weiber gut leiden, aber das ist zu viel. Und schließlich ist ihr zimperliches Getue schuld an dieser ganzen Geschichte. Ach, hol's da, Teufel. Mit meinen Aussehen bin ich zufrieden. Wenigstens ein kleiner Trost. Mit dieser Verkleidung erkennt mich keiner. Jung,
stark, schlank. Jede Frau nimmt mich gern zu sich. Keinen Soldo würde sie verlangen. Dumme Lucretia. Wo nur die anderen Halunken bleiben. Guten Abend! Guten Abend! Guten Abend! Oh, oh, hey, hey, hey! Keine Angst, wir sind's. Ach so, ihr seid's. Ich könnte doch Glück reden, dass ich euch sofort erkannt habe. Ihr seid mein Messer allen am Hals. Du bist Ligurio. Gut. Der da? Siro. Ach gut. Und der dritte? Der Magister. Ach so, der Magister, natürlich. Na, gut maskiert. Den hätte sogar ich nicht erkannt. Ja, wenn man rechts nur zwei Nüsse ins Maul gestopft, das hat eine ganz veränderte Stimme. Herrgott, du bist ein Esel. Warum hast du das nicht gleich gesagt? So. Dann hätte ich's auch getan. Wenn das so ist. Ja, was ist das? Max. Wo ist Teufel? Über die Bändigen einfach rücken! Um Gottes Willen! Jetzt habe ich in Eile die Dinger verwechselt. Ja, was ist es denn? Eine Mottenkugel. Ah! Und ihr Magister, ihr sagt gar nichts? Ich bin böse mit Ligurio. Ach Gott, wie ihr die Stimme verstellen könnt! Genug! Nun, zu unserer Schlachtordnung. Ihr Magister, übernehmt den ersten Flügel. Den linken. Ich, der General. Ihr Doktor, haltet die Mitte. Und Siro bildet die Nachhut für alle Fälle. Unser Feldgeschrei wird sein San Kuku! San Kuku? San Kuku! San Kuku! San Kuku? Was ist das? Der heiligste Heilige in Frankreich. Und nun auf die Posten an unserer Straßenecke. Boah! Eine Laute, da kommt jemand! Was jetzt? Kundschafter ausschicken! Ja, wen denn? Siro! Deine Ordre! Augen auf, Ohren auf, Vorsicht, Meldung! Jawohl, General! Ich will nur keine Blödsinn machen und einen alten, kranken Trottel daher schleppen. Dann können wir morgen von vorne anfangen. Was? Siro kennt sich aus. Ich glaube, da kommt er zurück. General! Meldung! Hey, Reifeisendirektor, oh, Entschuldigung. General! Das Schutzmännchen, das ich hier gesehen habe, Blutjung, hat ein Menschen umgehängt in einem Raum dazu. Das ist der Rechte! Das ist der Rechte! Wehe, wenn du gelogen hast! Warten, bis er um die Ecke kommt, dann los! San Kuku! Hilfe, die Inquisition! Das ist der Falsche! Ja, ja, ja! Los, Magister, auf euren Platz! Ach Gott, ihr seid ein Holzklotz! San Kuku! San Kuku! Gnade! Gnade! Was wollt ihr von mir? Das wirst du gleich sehen! Los, San Kuku! San Kuku! San Kuku! San Kuku! Los, San Kuku! Schleppt ihn ins Haus! San Kuku! Schmeißt ihn gleich ins Bett! San Kuku! Thank you.
Ich muss mich ausruhen. Ich bin sterbenskrank. Der Schädel zerplatzt mir. Gib mir Urlaub. Auf morgen. Wenn ihr wollt, Magister, wenn ihr wollt, brauchen wir euch nicht mehr. Machen alles alleine. Sein Kuckuck! Sein Kuckuck! Sein Kuckuck! Haben Sie sich ins Haus verkrochen? Und ich? Ich verkriech mich in meine Zelle. Sang Kuku. Ihr geneigten Zuhörer, seid nicht ungehalten, wenn in dieser Nacht hier niemand schläft. Dafür aber geht die Handlung ohne Unterbrechung weiter. Siro müssen zu Nacht speisen. Beide sind nüchtern den ganzen Tag. Der Doktor? Der wird von einem Zimmer ins andere rennen. Oder vor der Kammer Wache stehen. San Kuku! Kalimako? Madonna Lucrezia? Die dürften wohl kaum schlafen. Wer von uns könnte das auch? Wenn wir an ihrer Stelle wären. Dominus, wo bist du? Ein Auge konnte ich zutun die ganze Nacht. Versuchte mit allerlei Dingen die Zeit zu betrügen. Nach der Frühmesse las ich im Leben der heiligen Väter. Bin ich dann wieder in die Kirche rüber, musste eine Ampel anzünden, die erloschen war. Den Schleier einer wundertätigen Madonna musste ich auswechseln. Die Motten hatten ihn ganz zerfressen.
Wie oft sage ich meinen Amtsbrüdern, haltet doch die Heiligen sauber. Aber nein. Sie denken nicht daran. Und schelten noch, wenn die Herzen immer lauer werden. Früher standen da 500 Heilige. Heute sind es kaum noch 20. Unsere Schuld. Wir verlieren wenig allen Respekt. Es gab eine Zeit, da hielten wir nach jedem Abendgebet eine Prozession. Jeden Sonnabend wurden die Laudes gesungen. Gern brachte uns die Gemeinde Opfergaben, denn sie sah, wie wir eine jede hegten und pflegten. So glücklich waren die Schäfchen der guten Hirten. Aber heute geschieht nichts mehr von all dem. Wir verwundern uns nur, die Geschäfte immer flauer werden. Oh, wie kurzsichtig sind meine Brüder in Christo. Aber was ist das für ein Gepolter? Da drüben bei der Tochter? Nein, seh, die Spitzbuben sind's. Und setzen den Lautenspieler an die Luft. Da komme ich ja gerade zur rechten Stunde. Kann hören, was sie sagen. Unbemerkt. Du packst ihn links, ich pack ihn rechts. Siro schiebt von hinten. Ach, los jetzt. Ja. Tut mir nichts, tut mir nichts. Ach, lassen wir es genug sein. Ja, lassen wir es genug sein, General. Ich drehe noch ein paar Mal herum, und damit er nicht weiß, wo er war, nicht weiß, wie er herkam. Dreht herum, Siro. Hol, General! Also dreh dich herum, Frau. Na los, dreh dich! Meine Laute! Ja. Meine Laute! Ach, schweig, Lümmel! Sonst schlage ich ihn über die Schädel! Dreh dich! Mach, weg! Ja, weg! Nichts wie weg! Sein Kuckuck! Wir wollen noch etwas schlafen. Morgen müssen wir zeitig auf der Gasse sein. Niemand darf uns das nächtliche Anbeil anmerken. Klug, Messer Nietzsche. Lauf noch einer schnell zu Kalimako und sag ihm, dass es nach Plan gelaufen ist. Können wir das? Wir wissen von nichts. Ihr wisst von nichts? Nein, nachdem der Kerl bei euch abgeliefert war, gingen wir nach Hause uns ausruhen, Wein trinken. Ihr hocktet dabei hübsch nüchtern bei der Schwiegermutter. Ich kam dann erst wieder, um den lausigen Lautenspieler hinauszuwerfen. Ach ja, richtig. Also lasst euch erzählen. Lucretia lag schon im Bett. Es war schon finster. Tostata saß am Herd in der Küche und wartete. Ich schleppte den Lümmel über die Treppe hinauf in die Kammer, oben neben den Saal. Im Saal brannte noch Licht. Lacklicht, schon einmal löschen. So konnte er mich nicht erkennen. Klug, Messer nicht. Ja, ehrlich klug, mir kann man nichts vormachen. Ich befahl dem Lümmel, sich auszuziehen. Dieser jammerte furchtbar laut. Da fuhr ich auf ihn los, wie ein bissiger Hund. Da konnte er nicht schnell genug die Fetzen vom Leib reißen. Und dann stand er da. Nackt. Er hatte zwar eine abscheuliche Nase und ein schiefes Maul. Aber seine Haut, sein Fleisch, weiß, weich und fest zugleich, das muss man gesehen haben. Von den anderen ganz zu schweigen. Natürlich, das muss man gesehen haben. Na, mach keine Witze. Wenn ich nun die Untersuchung begonnen habe, muss ich sie auch zu Ende führen. Muss den nachsehen, ob der Kerl auch wirklich gesund ist. Ja, was gibt's denn da zu lachen, hey? Da könnte eine abscheuliche Krankheit mitgebracht haben, was? Da wäre eine Schöpfe mit gewesen, was? Klug, klug, Messer Nietzsche. Wie ich nun festgestellt hatte, dass alles in Ordnung ist, zog ich das Prachtexemplar hinter mir her in die Kammer. Was legte ich ihn ins Bett? Bevor ich ging, habe ich mich noch überzeugt, dass alles in Ordnung ist.
Dann ging ich in die Küche zur Schwiegermutter. Dort saßen wir die ganze Nacht und warteten und unterhielten uns. Wovon? Von Lucrezia natürlich und von ihrer Dummheit. Und wie viel einfacher sie das alles hätte haben können, wenn sie nicht so ängstlich gewesen wäre. Und dann redeten wir noch von dem Kind. Wie war's? Als sie dich schon im Arm. Da bekomme ich plötzlich Angst, der Morgen möchte uns überraschen. Ich schleiche rauf in die Kammer, ja, und was sehe ich da? Da liegt dieser Lümmel da und schnarcht. Kaum Macht zu kriegen. Das ist ja kein Wunder. Der Braten scheint ihn geschmeckt zu haben. Aber eins tut mir leid. Was? Der Lautenspieler. Der für diese eine Nacht wird sterben müssen. Ach, Blödsinn. Das lasst ihr Tod seine Sorge sein. Aber jetzt? Ja, ihr habt ganz recht. Ich kann es kaum erwarten, Kalimako wiederzusehen, ihn in den Arm zu nehmen und ihm von Herzen zu danken. Ach, in einer Stunde könnt ihr ihm noch danken genug. Wir müssen uns aber jetzt wirklich hinlegen. Sonst lohnt's nicht mehr. Verdammt, schon heller Tag. Und ihr, Doktor? Ich geh auch nach Hause. Mich umziehen. Die Grätia soll aufstehen, ein Bad nehmen. Und in die Kirche gehen, so wie es der Brauch ist für junge Wöchnerinnen. So wollt ihr doch auch hin. Und nehmt den verehrten Kalimako mit, so können wir vereint Bruder Timotheo begrüßen und ihm vereint für seine Fürsorge danken. Ja. So wollen wir es machen. Streng sich um. Ja. Leb wohl unterdessen. Also diese Unterhaltung hat mir viel Spaß gemacht. Des Doktors Dummheit ganz besonders. Bei seinen letzten Worten vermochte ich kaum ernst zu bleiben. Aber Sie wollen mich doch zu Hause aufsuchen. Oh, da muss ich eilen. Besser ich empfange Sie in der Kirche. Das ist feierlicher. Und fördert Dank und Erkenntlichkeit. Kommt da etwa die Guria schon zurück? Da kann auch Kalimako nicht weit sein. Da muss ich ein. Und darum, mein lieber Ligurio, trotz all der unendlichen Freuden war mir nicht wohl in meiner Haut. So beichtete ich flugs den ganzen Schwindel und versicherte Lucrezia, wie schön wir bei der Einfalt eines solchen Gemahls weiterhin zusammen sein könnten, ohne einen Schimmer von Schande. Versprach sie zur Frau zu nehmen, falls Messer Nietzsche etwas Menschliches begegnen sollte. Und sie, Lucrezia, in süßer Erinnerung an den Unterschied zwischen meinen Zärtlichkeiten und denen ihres Gemahls, zwischen den Küssen eines jungen Mannes und eines alten Menschen, in dieser süßen Erinnerung sprach sie mit einigem Seufzen. Hör gut zu, Ligurio. Sie sagte, deine Schlauheit, Nietzschers Einfalt, die derbe Dummheit meiner Mutter und dazu des Vaters Niedertracht haben mich zu einer Handlung gebracht, zu der ich von mir allein aus nie fähig gewesen wäre. Doch nun will ich darin Gottes Fügung gehorsam erkennen. Fortan sei du mir Gebieter und Freund, Schutz und Heimat, du Kalimako, der alles Glück meines Daseins bedeutet. Und das Geschenk, das Nietzsche nur für eine Nacht ersehnte, das soll er sein ganzes Leben behalten müssen. Und wie sie so sprach, vermeinte ich zu vergehen vor Wonne. Von all den tausend Dingen, die es mich zu erwidern drängte, fand ich ein einziges über meine Lippen. Aber so viel steht fest, Ligurio. Wenn nicht Missgeschick oder Tod mir diese Seligkeit neigen, bin ich der glücklichste Mensch auf der ganzen Welt. Mit keinem Heiligen möchte ich tauschen. Na, was habe ich gesagt? Kein Stil. Dein Glück ist mein Glück. Aber jetzt? Na, jetzt gehen wir zu Timotheo. So war es ausgemacht. Madonna Lucrezia, ihre Mutter und der Doktor werden auch dort sein. Ach, Sie sind's. Kommen heraus. Rasch her, in die Kirche. Ja, in die Kirche. Dort wollen wir Sie erwarten. Was soll das heißen? Was dünkt euch klüger? Mich dünkt, liebe Lucrezia, es ist klüger in allen Dingen, gottesfürchtig zu handeln und nicht vermessen wie ein Tor. Aber was soll das heißen? Hört mal, wie sie antwortet, wie sich aufspielt.
Das Töchterchen ist doch ein wenig erregt. Wollt doch begreifen, Messer Dieter. Ich frage nochmals, was soll das heißen? Das soll heißen, ich halte es für klüger, zuerst allein mit dem Vater zu reden und ihn zu ersuchen, dich auf deinen ersten Messgang zu begleiten. Jawohl, auf deinen ersten Messgang, denn du scheinst mir in der Tat wie neu geboren. Das ist aber genug. Geht schon in Gottes Namen und redet allein mit ihm. Merkwürdig, dieser große Unterschied von gestern Abend und heute Morgen. Gestern Abend so große Angst und heute Morgen so großer Mut. Das verdanke ich euch allein, Messanitscha. Nun zögert nicht länger, teuerster Sohn, und begebt euch zu Vater Timotheus. Nicht nötig, da kommt er ja. Der gute, fromme. Eben sagen mir Kalimako und Figurio, der Doktor und die Frauen seien auf dem Weg zu mir. So gehe ich euch, meine Lieben, freudig entgegen. Buona dies, Pater. Buona dies, Domine Doktor. Pax vobiscum. Seid mir alle von Herzen willkommen. Ihr insbesondere, Madonna Lucrezia. Wolle es Gott, dass ihr eine schönen Kneblein genesen möget. Wolle es Gott. Er wird es wollen. Stehen da nicht Liguri und Kalimako alle beide? Natürlich. Ruf sie doch her, verehrter Pater. Kommt, meine Lieben, kommt. Gottes Segen, Messer Nietzsche. Gottes Dank, Magister Kalimako. Reicht doch meiner Frau Lucrezia die Hand. Gerne. Lucrezia, vergiss nie, diesen Mann verdanken wir es, wenn unser Alter nicht einsam sein wird. Ja, darum habe ich ihn auch ins Herz geschlossen. Er soll unser Taufpate sein. Wie gut du bist, Lucrezia. Er und Ligurio könnten doch nach dem Essen mit uns gemeinsam essen nach der Kirche. Was hältst du davon? Das versteht sich von selbst. Ich werde den beiden den Schlüssel zum Zimmer im Erdgeschoss geben, das auf die Pergola hinausführt. Es sind doch zwei arme Junggesellen. Kein Mensch kümmert sich um sie. Dann nehmt, verehrter Magister. Danke, lieber Doktor. Ich werde gerne davon Gebrauch machen. Und das Geld für die Almosen? Es wird euch überbracht. So wie es ausgemacht war. Keine Sorge, Pater. Und an den armen Siro denkt niemand. Siro braucht nur zu verlangen. Was ich habe, ist sein. Danke, Messer Nietzsche. Du, Madonna Lucrezia, was wirst du unserem Pater geben? Gar nichts. Gar nichts? Da hört sich aber alles auf. Teure Madonna Sostrata, was sagt ihr? Nun hat ein neues Leben begonnen. Dank euch! Und das soll ich nicht glücklich sein. Und ob ihr das sollt. Darum lasset uns jetzt in die Kirche gehen und die heiligen Gebete beten. Nach dem Offizium. Aber geht glücklich und dankbar zu Tische. Komm. Herauskommen. Das Offizium dauert lange. Außerdem
werde ich danach in der Kirche bleiben. Die anderen, die werden durch die Sakristei nach Hause kehren. Darum, Valete, Dominus, Obispo.